Und deshalb ist heute die NPD auch hier in Grimm vor Ort. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt und wir wollen es auch nicht werden. Die Kommunen in unserem Land sind an die Grenzen der Belastbarkeit angekommen. Es stehen schlichtweg keine Quartiere mehr für Fremde zur Verfügung. Und stattdessen, dass sich die Kommunen wehren und sagen, es reicht, müssen deutsche Bürger Wohnraum sozusagen freimachen, damit Fremde dort einziehen können. Wir sind aber nicht bereit, immer wieder die Folgen einer Politik zu tragen, die wir als Deutsche nicht zu verantworten haben. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt und wir können es auch nicht sein. Das Sozialsystem, so wie wir es kennen und kannten, wird langfristig der Fremdensucht zum Opfer fallen. Denn es ist ein Märchen, dass die Zuwanderer überwiegend gut qualifiziert seien. Fakt ist, Ausländer kosten die Sozialkassen mehr, als dass sie einbringen. Wacht auf, Multikultur ist weder kulturell, ethnisch noch finanziell eine Bereicherung. Sie ist die Brutstätte für Konflikte und der Tod des deutschen Sozialsystems. Setzen Sie sich zur Wehr, wählen Sie die NPD, die einzige Partei, die sich noch für das deutsche Volk einsetzt, und werden Sie Mitglied. Dankeschön. Bürger und Gäste von Ribnitz-Damgarten. Und wieder wird es heißen, wir von der NPD würden gegen Flüchtlinge hetzen. Darin sind zwei Sachen falsch. Zum Ersten handelt es sich nicht um Flüchtlinge und zum Zweiten nicht um Hetze. Denn ich sage Ihnen, es ist keine Hetze, wenn man die Probleme und die Verantwortlichen beim Namen nennt. Aufgehetzt und verblendet ist die Stimmung, die deutsche Politiker gegen ihr eigenes Volk betreiben. Und das nennen sie dann Willkommenskultur. Ausländer seien eine Bereicherung, heißt es. Man fragt sich nur, für wen? Die gleichen Spinner, die uns bevormunden wollen, haben natürlich keine dieser sogenannten Flüchtlinge aus reiner Menschenfreundlichkeit bei sich zu Hause aufgenommen. Sie wohnen meist in beschaulichen Vororten, in Einfamilienhäusern und vermeiden allein von ihrem Wohnort her den Kontakt zu den ausländerischen Bereicherungen. Und das Modell mit den Asylanten funktioniert prächtig. Es fließen Steuergelder ohne Ende. Geld, das langfristig unmöglich erwirtschaftet werden kann. Wir sind gekommen, um zu bleiben. So die freche Aussage von mehreren hundert Afrikanern, die über Italien mit einem Visum dann nach Deutschland eingereist sind und seit Monaten in Hamburg für ihr Bleiberecht demonstrieren, obwohl dieses Bleiberecht ihnen überhaupt nicht zusteht. Wir von der NPD sagen, es muss Schluss sein mit einer Politik, deren Konsequenz der Ausverkauf unserer Heimat ist. Wir sagen, das Primat, also der Schwerpunkt der Politik, muss sich an den Bedürfnissen des Volkes ausrichten. Protesttour gegen Asylmissbrauch führte uns heute unter anderem durch Riesenhorst. Hier verbreitete sich gestern wie ein Lauffeuer, dass ein engagierter Bürger in seinem Vorgarten ein Schild aufgestellt hat, in dem er sich auch gegen die Zustrom von Zigeunern richtet. Die Polizei war bereits hier und hat den Grundstückseigentümer wohl mit Nachdruck aufgefordert, dieses Schild zu entfernen. Es ist heute immer noch da. Wir begrüßen das ausdrücklich, dass es heute noch Leute gibt, die diesen Mut aufbringen. Und nach Berichten von Anwohnern kam es hier gestern zu spontanen Solidaritätsbekundungen. Also es hat hier wohl regelrecht Zusammenkünfte gegeben. Die Leute haben geklatscht, weil dieser Mann den Mut aufbrachte, sich gegen die Einquartierung von Asylanten und Zigeunern aufzubringen. Das Gerücht mit Riesenhorst geht um, nachdem jetzt die ersten 8 Asylanten hier kommen sollen und im nächsten Jahr dann eine Schule geschlossen werden soll, soll dieses eventuell ein Asylantenheim werden. Dagegen wehren sich hier die Einheimischen zu Recht.
Liebe Landsleute, liebe Bürger, bereits im März diesen Jahres hat die nationale Opposition den örtlichen Bürgerprotest gegen die Ansiedlung von Asylbewerbern hier in Güstrow unterstützt. Die Gegenwehr der Bürger war groß. Dennoch haben die Herrschenden einfach gegen den erklärten Willen der Bürger hier die Fremden angesiedelt. Und am heutigen Tage haben wir ebenfalls wieder den Protest der Bürger gegen den Zuzug von Fremden hier nach Güstrow eine deutliche, eine klare und eine wahrnehmbare Stimme verliehen. Wir werden mit Sicherheit nicht zum letzten Mal hier in Güstrow gewesen sein, um die Interessen der Deutschen hier in Güstrow wahrzunehmen. Liebe Landsleute, die NPD ist die Antwort auf die Arroganz der profitgierigen Herrschenden. Wir handeln aus Sorge um unser Land und für die Zukunft unserer Kinder. Wir wollen eine andere Politik, eine nationale Politik der sozialen Verantwortung, eine Politik, die allein dem Wohl unseres Volkes verpflichtet ist. Wir reden nicht nur von Deutschland, wir gestalten es. Denn Deutschland ist da, wo starke Herzen sind, bei der NPD. Und so werden wir auch morgen wieder im Land unterwegs sein, als unermüdliche Kämpfer für ein freies Deutschland und warnen vor der Asylantenflut, die die Etablierten über uns hereinbringen. Vielen Dank.